Hallo, ich habe gerade bemerkt, dass mir ein Stück vom Lesemonat fehlt. Aus irgendwelchen Gründen habe ich wahrscheinlich irgendwas mitgelöscht. Ist aber nicht so schlimm. Deswegen ein kleiner Recap. Eigentlich fehlt, glaube ich, nur ein Buch und ein anderes habe ich wohl irgendwie keine Ahnung, was da war. Und zwar Reiter der schwarzen Sonne. Das ist von Sven Harder, ein Fantasy-Spielbuch. Eins der dickesten und das hat auch einen Preis gekriegt, soweit ich das weiß. Ja, RPC Fantasy Awards 2013. Leider Gottes habe ich mich da sehr durchgequält. Ich habe es fast ein halbes Jahr lang gelesen. Es war okay, es hat viele Pluspunkte und viele Minuspunkte, aber die Minuspunkte haben mich einfach insgesamt mehr aufgeregt. Zum Beispiel gab es manchmal so Sprünge, die ich nicht verstanden habe. Dann gab es ab und an sehr selten leichte Logikfehler, wie zum Beispiel: Ich wurde nach meinem Geschlecht gefragt, obwohl ich noch gar nicht wusste, was ich für ein Geschlecht habe. Ich habe mich eher als Mann gesehen, also habe ich männlich geantwortet, aber das war auch nur ein Gefühl, ne? Das Setting ist eigentlich ganz gut, also man befindet sich quasi in einem Kriegsgebiet, mehr oder weniger, zwischen zwei Parteien. Genau, man muss sich dann so ein bisschen entscheiden, wo man eigentlich hin will. Setting war ganz gut. Der Charakter an sich ist ein bisschen flach geblieben, aber das ist ja bei Spielbüchern öfter so, dass die flach bleiben. Es hat Potenzial, aber es hat auch sehr viele Aufreger. Einfach. Ich kann mich da, glaube ich, also ich habe mich darüber genug im Bekanntenkreis ausgelassen. Ich habe darüber nicht mehr so viel zu sagen. So, um das Ganze mal wieder ein bisschen abzuwechseln, habe ich einen Comic gelesen. Und zwar Red Queens, die Volume 1. Und ich werde auch, denke ich, Volume 2 und 3 lesen. Es ist ein Comic, der sich nicht selbst ernst nimmt. Es spielt in einem Fantasy-Universum. Und die Hauptheldinnen, die geraten irgendwie immer in irgendwelche Konflikte. Und es gibt einen Hauptplot, aber der ist, finde ich, nicht so krass stark. Manchmal wird die Fantasy so ein bisschen aufs Korn genommen, gerade was so Spiele angeht. Ist nicht immer hundertprozentig mein Humor gewesen. Aber die Illustrationen sind auch sehr schön. Also alle farbig gehalten, wirklich so wie auf dem Cover tatsächlich. Also durchgehend durchgefärbt, was sehr gut ist. Und ja, es lässt sich einfach leicht lesen. Es ist total entspannend fürs Gehirn, mal einfach sowas zu lesen, was ganz gut ist, aber nicht perfekt. Außerdem mag ich ganz gerne Literatur, die sich nicht selbst so ernst nimmt. So. Hier, das habe ich gerade ausgelesen. Das ist der Comic, also die offizielle Vorgeschichte zum Film Volume 2. Und es ist eigentlich nur nochmal die Geschichte vom ersten Teil wieder erzählt. Aber es ist eine vollkommen farbig illustrierte Version und sie kostet nur 5 Euro. Also wenn jemand Fan ist, lohnt sich das. Wenn man kein Fan ist und eigentlich die Filme zwar genossen hat, aber man will nicht alles doppelt haben, dann würde ich sie nicht kaufen. Aber ich bin ganz froh trotzdem, dass ich es habe, auch wenn es leider nur ein Recap war und nichts extra. Nicht mal irgendwie Fanart extra hinten drin, das fand ich so ein bisschen short. Gut, meine aktuellen zwei Bücher, die ich gerade heute ausgelesen habe, ist einmal The Teacher's Tales of Terror, beziehungsweise von Philip Levy, Traction City. Das sind zwei englische Kurzgeschichten. Ich habe mir das wegen dieser Seite hier gekauft. Beide gut. Leider hat mein Englisch für Traction City nicht ganz ausgereicht. Da hatte ich dann einige Lücken. Und auch schön illustriert, zumindest Traction City hat einige gute Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Bei Tales of Terrors gibt es eine Lehrer-Schüler-Beziehung, die sich dann wieder wie bei Chris Priceleys Schauergeschichten daran aufbaut, dass der Lehrer ein paar Geschichten erzählt. Und dann kommt aber ein Twist in der Geschichte, die das Ganze richtig gruselig macht, weil bis zu dem Zeitpunkt ist es fast ein bisschen langweilig, ein bisschen lasch. Und danach reißt dieser Twist aber alles wieder raus. Und da ist super gut. Und ich bin froh, dass ich das gelesen habe. Bei Traction City geht es also um Steampunk-Universum. Da gibt es so einen Mystery-Effekt, dass quasi eine Kreatur, die nicht genauer beschrieben ist,
mordet. Und deswegen ist es auch ein leicht Krimi-Fall. Da kommt der Detektiv und mit einem Straßenjungen zusammen und einer Rebellin. Und die versuchen den Fall zu klären. Klappt auch. Ja, und das war ganz gut. Das hat vor allen Dingen doch durch Setting und durch die Idee bestochen, der Charaktere und des Settings. Und zum Schluss, nach 7 Monaten, endlich beendet das Buch mit dem unheimlich langen Titel. Der Schnee, das Feuer, die Schuld und der Tod von Gerhard Jäger. Ich habe ja meine Rezension schon früher abgeben müssen und habe das dann erst, musste das rezensieren, wo ich noch bei der Hälfte des Buches war. Jetzt insgesamt würde ich es als mittelmäßiges Buch einschätzen. Es gab viele Längen, zu viele Längen einfach in dieser Geschichte, in der ja Gerhard Jäger, beziehungsweise also die Hauptfigur von Gerhard Jäger, versucht, etwas über seinen Cousin rauszufinden, der verstorben ist. Dazu geht er in ein Archiv in einer anderen Stadt und versucht da zu ermitteln. Und der Twist, der am Ende kommt, ist mega vorhersehbar. Ich wusste es eigentlich schon die ganze Zeit. Also im Prinzip werden 2 Stränge erzählt. Einmal die des 80-Jährigen, der versucht herauszufinden, was mit seinem Cousin ist. Der wird sehr wenig bedient, leider. Was man ihm zugutehalten muss, ist, dass der Protagonist sich wirklich benimmt, als wäre er 80 und nicht sonst irgendwie, wie es ja häufiger jetzt mal der Fall war in Literatur. Und der andere Strang ist der von der Erzählung, die er quasi im Archiv herausfindet. Die war sehr viel langatmiger geschrieben und es gab auch so einen Bruch im Schreibstil nach 100 Seiten, 150 Seiten, soweit ich mich erinnere, wo es dann ein bisschen besser wurde, nicht mehr ganz so trocken. Ja, wer Romane und Schnee mag und München, Alpen, bisschen Angst, bisschen Dorf-Klatschgefüge, dem könnte das durchaus gefallen. Für mich war es einfach zu langatmig. Ja, und weil das für euch echt ein bisschen wenig ist, hier, was ich euch jetzt an Büchern vorstellen kann, da ja meine Dateien ausgefallen sind, stelle ich euch noch die 3 Bücher vor, die jetzt noch über sind an aktuellen Büchern, die ich gerade im Moment tatsächlich aktiv lese. Das wäre einmal Auf fremden Faden, eine erotische Fantastik-Anthologie. Ich kam auf die über Creepy Creatures Reviews, der die vorgestellt hat und ein bisschen schmunzeln musste, weil sich doch ein bisschen anders verhalten hat. Es soll jetzt mich ein bisschen grinsen, musste auch. Und ich habe, sagen wir mal, ein Viertel gelesen, ungefähr. Und ich mag die Geschichten ganz gern. Also bei mancher muss man tatsächlich ein bisschen grinsen. Und andere, also diese Geschichten sind wirklich schlüssig und sie führen einen wirklich sofort in eine Welt ein, ohne lasch zu sein, ohne dieses, was man manchmal hat, wenn man so ein Jugendbuch liest. Man kommt rein und alles ist so wattig weich, jetzt könntest du die Elemente beliebig hin und her schieben, das geht hier nicht. Die sind fest, sie ergeben eine runde Geschichte bisher und es ist gut. Es ist wirklich, wirklich gut zusammengestellt auch. Also ich habe ja selten bei Anthologien so das Gefühl, das passt gut zusammen, aber hier passt es wirklich gut zusammen, obwohl die Geschichten untereinander bisher keine Verbindung haben. Dann lese ich noch aus dem Heine Hardcore Verlag von Mimi und Käthe Erlebnispornografie. Da klären die so ein bisschen auf über Pornosprache, über was ist echt im Porno, was ist nicht so echt. Und die beiden führen irgendwie so einen Pornoblog. Hab ich auch nie gehört, dass es sowas gibt tatsächlich, aber ich beschäftige mich damit normalerweise auch nicht so. Aber da hat mich einfach der Klappentext so ein bisschen gecatcht. Da steht zum Beispiel, was ist eigentlich ein Cumshot und warum lieben ihn Männer so? Kann ich ein Cream Pie auch in der Bäckerei bestellen? Übrigens nein. Wie fühlt sich der Keks beim Kekswichsen? Und solche Sachen, wo ich so dachte, du kennst diese ganzen Wörter irgendwie nicht. Irgendwie willst du wissen, was es ist. Nur um es zu wissen. Also es ist ganz schön, heuchlerisch. Inzwischen riecht das Buch auch wieder besser. Ich hatte das bei einer einschlägigen Webseite bestellt, die jetzt inzwischen auch solche Bücher so vertreibt. Und es roch ziemlich nach Keller. Jetzt geht's inzwischen. Das ist auch sehr handlich. Also man könnte es durchaus in die Handtasche stecken und mitnehmen. Bisher ganz gut. Also so vom Wissensgehalt. Manchmal kommen die beiden ein bisschen ins Schwafeln, was mich nervt.
Man merkt auch, dass die beiden Autoren deutlich eine andere Altersklasse haben als ich. Also die werden nicht viel älter sein, aber schon so merklich, dass es einen Generationsunterschied macht. Und die benutzen ganz schön Ruhrpott-Sprache. Das merkt man auch, dass die einen anderen Lebensstil einfach haben und ein anderes Bewusstsein, als das so in meiner Region üblich ist. Aber ich finde es nicht verkehrt, das raushängen zu lassen, dass man einfach ein bisschen anders ist als der Rest der Welt. Und dass man einfach zu seiner Region so ein bisschen steht. Genau. Bisher wissenswert, aber ein bisschen zu übertrieben. Man hätte es auch ein bisschen einkürzen können. Aber ich glaube, das ist dieses. Die sind ja Blogschreiben gewöhnt. Dass man, wenn man einen Blog schreibt, eher ins Schwafeln verfällt, wenn man irgendwie Text füllen muss. Damit der Blogeintrag auch aussieht wie ein Blogeintrag. Oh, Entschuldigung. Wenn nicht, jedes Thema gibt ja gleich viel wieder an Material oder an was man darüber erzählen kann. So, letztes Buch ist in meinem wunderschönen Buchumschlag. Nee, hier sieht man es nicht. Müsst mir gleich einfach glauben, glaube ich. Ich möchte den Umschlag nicht abmachen. Also, das ist dieses hier. Der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten. Toller Titel, aber auch viel zu lang. Von Becky Chambers. Das lese ich zusammen mit meinem Freund. Wir sind jetzt fast durch. Noch. Moment. Eins, zwei, drei. 3 Wochen noch. Dann sind wir durch. Weil wir immer pro Woche 50 Seiten lesen. Ich bin dem Buch so wechselhaft gegenüber. Manchmal kann ich drüber lachen. Manchmal finde ich es scheiße. Manchmal möchte ich gern diese Shipping-Beziehungen da auseinanderreißen und mit jemand anders zusammentun. Manchmal denke ich mir einfach nur, what the fuck? Also das ist wirklich ein Buch, was man auch mit abgefuckt beschreiben kann tatsächlich. Weil es einfach in so viele Richtungen geht und so viel Handlung passiert und so viele schnelle Handlungswechsel. Und trotzdem kennt man die Charaktere jetzt irgendwie. Obwohl gar nicht so viel Persönliches passiert ist, sondern einfach buff, Schiffe fallen oder irgendwas so in die Richtung. Buff, landen da und da. Und jetzt hier besuchen, da besuchen, los, weiter auf der Fahrt und so weiter und so weiter. Und es ist trotzdem irgendwie spannend, tatsächlich. Also manchmal, bevor ich anfange zu lesen, habe ich erstmal den Gedanken, oh, du hast keine Bock, diese 50 Seiten diese Woche zu lesen. Und dann habe ich diese 50 Seiten durch und denke, oh, jetzt darf ich nicht weiterlesen, ist gerade zu spannend. Es ist ganz, also dieses Buch macht in mir so viele vertrackte Gefühle. Ich weiß ja gar nicht, wo ich da anfangen soll, ehrlich gesagt. Also es wird eine spannende Rezension, wenn ich das nächsten Monat dann durch habe. Wenn nicht, dann wisst ihr, dass wir geschlampt haben beim Lesen. Ja, das war im Großen und Ganzen so meine Lektüre diesen Monat. Was habt ihr denn so Schönes gelesen? Was kam denn neu auf den Markt? Oder was habt ihr denn auf Empfehlung gelesen oder gekauft oder am besten gelesen? Weil gekauft interessiert mich eigentlich weniger. Ich will schon wissen, wie ihr die Dinge fandet. Und wenn ihr Indie-Verlage kennt, die empfehlen könnt, empfehlt mir noch ein paar Indie-Verlage. Da bin ich echt gerade auf der Suche. Ich habe jetzt schon im Amrum Belag ist auch schön. Amrum Verlag bestellt. Da hatte ich echt Probleme mit dem Bestellvorgang. Da musste ich auch erst schreiben und das ist jetzt auch immer noch nicht da. Ich werde nächste Woche noch Montag, Dienstag abwarten. Wenn es dann noch nicht da ist, schreibe ich nochmal. Dann Edition Roter Drache ging gut mit dem Versand. Da gibt es nicht so viele Bücher, die mich interessieren. Dann war da noch ein dritter. Wie hieß er denn? Ich habe ihn vergessen. Oh. Seht ihr mal, so ist mein Gehirn. Verlässlich wie eh und je. Tja, empfehlt mir auf jeden Fall kleine Verlage, die interessante Fantastikliteratur haben. Horror, Sci-Fi oder Fantasy nehme ich gerne. Ab und an auch ein bisschen Lyrik, aber Lyrik bin ich gerade nicht so auf dem Trip. Aber so Horror, Sci-Fi, Fantasy wäre so meine aktuelle. Also Horror, Sci-Fi ziemlich auf einer Stufe, Fantasy kommt so ein bisschen drunter. Habe ich nicht so viel Lust gerade drauf, mehr auf das andere. Aber vielleicht kennt ihr ja was, wo das mit bei ist. Sonst wünsche ich euch einen schönen restlichen Monat oder neuen Monat, je nachdem, wie faul ich war mit dem Upload. Und dann sehen wir uns in der nächsten Sendung. Und da erfahrt ihr wieder mehr über Bücher.
Und vielleicht habe ich dann auch schon ein neues Konzept. Ich muss noch meine Analyse eines anderen Systems vorantreiben und dann das System neu konfigurieren, schräg, schräg umprogrammieren. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Tüdelü.